Die Himmelsakupunktur in der Mongolei begann am 1. April 2012. Vor Ort fanden wir eine hohe Dorbelastung (Deadly Orgon) in Form von Smog und Dorschlieren vor. Von der Galsanchinak-Stiftung wurden Majid Abdelaziz und ich, Paul Jakubczyk, beauftragt, mit dem Team diese Situation zu verändern. Zur Vorbereitung der Himmelsakupunktur wurden Agnihotra-Feuerzeremonien sowie ein täglicher schamanischer Sonnengruß zelebriert. Am 8.4. begannen wir mit der ersten Operation und es zeigte sich ein großer Orgonwirbel, der als primäre, sich selbst tragende Energiebewegung entstand. Als nächstes erschienen Cirruswolken, die sich wie feine Seidenfäden am Himmel zeigten und ihn mehr und mehr ausfüllten. Das Team beobachtete anschließend die Entstehung von Wolkenverdichtungen, die ihr Potenzial mehr und mehr ausdehnten und zu Wolkenbändern wurden. Diese Wolkenbänder schlossen sich nach und nach zu einer Wolkendecke zusammen und die ersten Regenwolken tauchten auf. In der Nacht war dann eine geschlossene, tief hängende Wolkendecke vorhanden. Und für den nächsten Tag hatte der Wetterbericht einen blauen, klaren Himmel und 8 Grad plus vorhergesagt. Wir fanden aber eine geschlossene Schneedecke und 5 Grad minus vor. Die Himmelsakupunktur wurde in den nächsten Tagen fortgesetzt und Galsanchinak freute sich über den blauen Himmel, den er so seit seiner Jugend nicht mehr gesehen hatte. Thank you.